Wo neue Verkehrswege wie Straßen und Schienen entstehen, entsteht naturgemäß auch Schall. Unerwünschter Schall, kurz Lärm. Um diesen einzudämmen, verlaufen neue Straßen möglichst weit entfernt von Wohngebieten. Ist das nicht möglich, wird stets geprüft, ob Lärmschutzmaßnahmen nötig sind und wenn ja, welche. Nur, wie läuft diese Prüfung ab? Viele Anwohner fordern, dafür müsst ihr den Lärm vor Ort messen. Das scheint zunächst nachvollziehbar, ist aber nicht praktikabel. Um Messungen durchführen zu können, müsste die Straße erst fertig gebaut werden. Und bis aus den Messergebnissen ein fairer Mittelwert wird, bräuchte es sehr viele Messergebnisse und Zeit. Monate bis Jahre. Nicht gut. Besonders für die Anwohner, die währenddessen schon Lärm, aber keinen Lärmschutz hätten. Deshalb, die Lärmbelastung muss vor dem Straßenbau prognostiziert, also berechnet werden. So sieht es auch das Bundesemissionsschutzgesetz vor. Die Planer visualisieren die Rechenergebnisse in einer sogenannten Lärmkarte. Dabei berücksichtigen sie alle Gebäude, die Schall reflektieren und damit verstärken oder verringern. So können sie sehr genau sagen, welche Lärmbelastung wo zu erwarten ist. Auch Umwelteinflüsse werden einbezogen. Sie kennen das. Wenn der Wind entsprechend steht, hören Sie den Verkehr lauter. Damit es fair zugeht, weht der Wind in den Berechnungsmodellen immer von der Straße weg, von beiden Seiten. Der schlechtmöglichste Fall also. So ist die Prognose immer auf der sicheren Seite. Ein klarer Vorteil für die Anwohner. Berechnet werden auch die bestmöglichen Lärmschutzmaßnahmen, die den Lärm am Ursprungsort eindämmen, wie Lärmschutzwände, ein Tunnel oder lärmmindernder Fahrbahnbelag. Nur bei unverhältnismäßig großem Aufwand wird auf passive Lärmschutzmaßnahmen zurückgegriffen, wie Lärmschutzfenster und Schalldämmlüfter. Im sogenannten Planfeststellungsverfahren wird der Aus- oder Neubau der Straße mit allen Lärmschutzmaßnahmen dokumentiert. Vor dem rechtskräftigen Beschluss können alle Bürgerinnen und Bürger Einwände erheben, sodass die Planung gegebenenfalls geändert werden kann. Den Lärm bestmöglich einzudämmen, ist unser aller Ziel. Und auch Sie als Autofahrer können etwas beitragen, denn der meiste Lärm entsteht durch die Abrollgeräusche der Reifen. Achten Sie beim nächsten Kauf auf Reifen mit geringerer Schallemission. Eine kleine Veränderung mit großem Effekt. Jeder kann mitwirken, das Gesetz, aber auch jede und jeder Einzelne.